falschen Annahmen, die die damals hatten, die Griechen. Weil die dachten, dass der Urin durch die Nieren abgegeben wird und das durch den Kanal hier in der im PNIS kommt, dann rauskommt, ne? Dachten die genauso, dass die Samenflüssigkeit sich hier in den Lendenbereich befindet. Heute wissen wir durch die Wissenschaft, dass der Hoden die Samen produziert. Allah ist also ein unwissendes Wesen. Ne, wenn die Muslime zu euch kommen und sagen, ja, warum wusste Jesus Christus den Tag des Jüngsten richtig? Wir können ja wenigstens erklären, dass der Herr Jesus Christus sich ja entäußert hat und die Form eines Menschen annahm und seine Allwissenheit ja abgelegt hat. Wie wollen die Muslime das denn erklären? Allah ist ein fehlbares Wesen, das überhaupt gar keine Ahnung hat, nix. Der seine Verse von griechischen Philosophen kopiert. Danke, Carsten. Das ist ein Desaster. Das ist ein Desaster. Ja, das Einzige, was ihr machen könnt, ist nur mich melden. Ja, klappt das wieder nicht? Hat der Herr Jesus wieder seine stützende Hand drüber? Ja? Jesus bleibt Sieger. Amen. Die denken sich gerade, oh nein, das kann nicht wahr sein. Wir melden den und melden den und das geht nicht. Was ist das denn? Only Jesus, danke. Ich sage euch, der Herr Jesus Christus hat mir eine Tür geöffnet. Offenbarung 3,8, siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet. Und niemand vermag sie zu schließen. Aber ihr wollt das ja nicht verstehen, das ist das Problem. Ich glaube, ich muss wieder einer meiner Greatest Hits für euch rausholen. Einer meiner Greatest Hits. Hör weiter, mein lieber Muslim, damit du hörst. Das ist offensichtlich falsch. Der männliche Same stammt ja, wie man erst viel später herausgefunden hat, aus den Hoden. Sure 23, 12 bis 14 beschreibt die Entstehung eines Kindes im Mutterleib. Und wahrlich, wir erschufen den Menschen aus reinstem Ton. Dann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Stätte. Dann machten wir den Tropfen zu einem Blutklumpen und den Blut... Guck mal, was der Allah da behauptet. Heftig, ne? Dieses Gerinnsel oder was auch immer dazu einem Blut... Diese Samen zu einem Blutklumpen und so. Guck dir das mal an, was er erzählt. Der Allah. Klumpen zu einer Leibesfrucht und formten die Leibesfrucht zu Knochen und bekleideten die Knochen mit Fleisch. Der Allah denkt, dass das erstmal so ein Skelett kommt und dann auf einmal kommt Fleisch da drüber und dann alles andere. Ist das heftig? Leider ist an dieser Beschreibung gar nichts wissenschaftlich. Als erstes ist kein Mensch aus einem Samentropfen entstanden. Millionen von Samen. Ein Tropfen besteht aus Millionen von Samen, wovon die meisten absterben und nur eine einzige Zelle lebt. Eine einzige Zelle schafft das, ein Ei zu befruchten. Ist dabei das weibliche Ei. Davon weiß der Koran offensichtlich gar nicht. Der Allah erwähnt ja noch nicht mal die Befruchtung des Eies. Der Allah weiß noch nicht, dass Frauen Eier haben. Der denkt, dass die Frauen das Spermier der Frau sich mit dem Spermier des Mannes vermischt und daraus das Kind entsteht. Woher sage ich das denn? Guck mal hier. Tafsir ibn Kathir. Guck mal. Zu Sure 86, Vers 6 bis 7. Dass die Muslime das aber auch so ins Internet stellen, das ist einfach nur grandios. Das ist für mich einfach nur grandios. Da kann ich nur wieder singen. Oh, happy day. Danke, mein Herr. Danke, mein Herr, dass wir das alles nachschlagen können. Bruder, was ist deine Lieblingsstelle in der Bibel? 1. Johannes 4,7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hier die Überschrift, die Art und Weise, wie der Mensch erschaffen wurde.
ist ein Beweis dafür, dass Allah ihn zu sich zurückbringen wird. Lassen Sie die Menschen also erkennen, woraus er erschaffen wurde. Dies macht den Menschen auf die Schwäche seines Ursprungs aufmerksam, aus dem er erschaffen wurde. Die Absicht besteht darin, den Menschen dazu zu bringen, das Jenseits die Realität zu akzeptieren. Bla 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 bla. Er wird aus einer hervorsprudelnden Wasser erschaffen. Das heißt, die sexuelle Flüssigkeit, die aus dem Mann und der Frau hervorströmt. Somit wurde das Kind von beiden mit der Erlaubnis Allahs gezeugt. Aus diesem Grund sagt Allah, ausgehend zwischen dem Rückgrat und den Rippen. Das bedeutet, das Rückgrat oder die Lenden des Mannes und die Rippen der Frau, was sich auf ihre... Warte. Was sich auf ihre Brust bezieht. Shabib bin Bishr berichtete von Ikrama, der von Ibn Abbas überlieferte. Ibn Abbas überlieferte, der sagte, ausgehend zwischen dem Rückgrat, den Rippen, das Rückgrat des Mannes, das Rückgrat des Mannes, da befindet sich die Sperma und die Rippen der Frau. Die Flüssigkeit ist gelb von feiner Textur. Das Kind wird nur aus beiden geboren. Seht ihr? Wenn Allah allwissend wäre, hätte er gesagt, der Mann befruchtet die Frau, weil die Frau ein Ei hat. Dann hätte man gesagt, aha, Allah ist doch allwissend. Schaut euch das mal bitte an. Das Rückgrat des Mannes und die Rippen der Frau. Die sexuelle Flüssigkeit ist gelb von feiner Textur. Das Kind wird aus beiden geboren. Das heißt, ihre sexuelle Flüssigkeit, was Allahs Aussage betrifft. Wahrlich, er ist in der Lage, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Heftig, ne? Das ist also die Religion Gottes. Schaut euch das bitte an. Das ist ein Desaster, ist das. Ein Desaster. Glaubt ihr etwa nicht an die Wunder des Korans? Ja, ich glaube an sehr viele Wunder, aber nicht an den Koran. Ich glaube an sehr viele Wunder, aber nicht an den Koran. So ist das, ne? Weiter im Text. Obwohl dieses ja viel größer ist als der männliche Samen, mit dem es sich vereint. Dass dieses kleine Wesen dann zu einem Blutklumpen werde, ist der nächste Irrtum. Genauso. Es mag zwar einer Frau, die im frühen Stadium der Schwangerschaft eine Missgeburt erlebt, so erscheinen, als ob ihr Fötus nichts als ein Blutklumpen gewesen sei. Dennoch ist das Kind im Mutterleib, solange es gesund ist, keineswegs ein Blutklumpen. Auch dass die Knochen zuerst geformt und dann mit Fleisch bekleidet würden, ist nur eine laienhafte und unkorrekte Vorstellung. In Wirklichkeit entsteht zuerst eine weiche Fleischmasse, von der sich erst später die entsprechenden Teile zu Knochen verhärten. Heftig, ne? Die koranische Beschreibung der Entstehung eines Babys im Mutterleib ist also keineswegs ein göttliches Wunder. Das ist heftig, ne? Wenn man darüber nachdenkt, ne? In
Zeitalter des Internets. Gott sei Dank gibt es Muslime, die sagen, alle wissenschaftlichen Wunder aus dem Koran wurden widerlegt. Gott sei Dank gibt es wenigstens unter ihnen noch so ehrliche. Das ist das Kranke. Ja, die sind sich nicht bewusst, was sie da sagen. Weil wenn sie sagen, das wurde widerlegt, dann heißt es, Allahs Buch ist ein fehlbares Buch und somit ist es nicht von Gott. Das war's. Ja. Genau, der Koran widerlegt sich selbst. Bis gleich. Ja, Embryologie. Embryologie. Ja, die haben meine Sichtbarkeit eingeschränkt. Dreifache Sichtbarkeit eingeschränkt. Heftig, ne? Dreifache Sichtbarkeit ist eingeschränkt. Dreimal Widerspruch nicht genehmigt. Wie heftig das Ganze ist, wie heftig. Ja, too much cameraman, ne? Genau. Ich glaube, ich gehe mal raus und komme dann gleich wieder rein. Ja, so, sonst ist das ein bisschen doof. Aber 95.000, ach, schade. TikTok ist auch blöd, aber ehrlich. Schade. Ja, ich komme jetzt gleich wieder. Bis gleich. Ja, Gottes Segen. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wolltest du nicht aufgehen? Ich wollte jetzt rausgehen. Ich wollte nur gucken, was derjenige, der jetzt hier hochgekommen ist, noch zu sagen hat. Ich wollte dich also halt, ich wollte einen Widerspruch im Islam zeigen, wieso Mohammed nicht der wahre Prophet ist. Und ich glaube, ja, du kennst dieses Argument nicht. Okay, dann zeig mal. Kennst du die Sure 87, Ayat 6? 87 Vers 6? Ja. Kommt drauf an. Diesmal von, was meinst du denn? Eine Sekunde, ich mache ein Fenster zu. Auf jeden Fall. Soll ich auf Englisch oder auf Deutsch? Ja, auf Deutsch. Okay. Wir werden dich zum Zitieren bringen, den Koran, o Prophet, so dass du ihn nicht vergessen wirst. Also hier sehen wir ja, dass der Prophet nichts vergessen wird aus dem Koran. Stimmst du mir ein? Warte mal, jetzt musst du weiterlesen. Das darfst du nicht aus dem Kontext reißen. Ein Schritt weiter. Das ist nur auf Englisch. Unless Allah wills otherwise. Außer Allah will es. Er muss vorsichtig sein, ne? Sonst widerlegen die dich sofort. Dann ich hab auch Tafsir dazu von Ibn Kathir und so durchgelesen. Der nächste Vers hat nicht wirklich. He surely knows what is open and what is hidden. Okay, ja. Also wir wissen, dass Mohammed nichts vergessen wird, außer Allah will's. Ja, genau. Außer, dass Allah das will. Aber das ist ja eine blöde Ausrede, ne? Ja, ja. Dann, kennst du den Hadith von Sahih al-Bukhari 5038? 5038. Ist das da, wo der um die Hand von Aisha anhält? Nein. Auf jeden Fall, narrated bei Aisha, also Aisha hat das gesagt, Allahs Messenger hat ein Mann den Koran rezitieren gehört in der Nacht. Ja, ja. Und dann sagt der Prophet, may Allah bestow his mercy, also möge Allah seinen Segen auf ihn herabschicken, weil er hat mich erinnert von so vielen zu so vielen Versen und so vielen zu so vielen Suren, which I was caused to forget, für die ich vergessen habe. Also hier sehen wir, dass Mohammed selber hier beweist, dass er Suren und Verse vergessen hat. Jetzt kann man vielleicht darauf antworten, ja, er hat sie nur kurzzeitig vergessen, weil hätte er es komplett vergessen, würde er komplett abstreiten. Der ganze Punkt ist aber, dass Allah gesagt hat, wenn er sie vergisst, und vergessen ist auch aus dem Kopf verlieren. Und ja. Ich könnte auch noch den Tafsir dazu vorlesen, aber ich will mich jetzt nicht stören. Ich muss mal ein paar Sachen erledigen. Bis gleich. Bis gleich.
Ja, das Argument dahinter ist, was er meinte, ne? Weil viele Muslime sagen ja immer, dass Mohammed ja fehlerfrei ist, ne? Fehlerfrei, sündenfrei. Und dennoch sehen wir, dass im Bukhari steht und auch der Koran bezeugt, dass der Allah ihn einfach so Dinge vergessen lässt. So, ne? Deswegen ist das auch dahin, wenn jemand sagt, Mohammed ist perfekt und fehlerfrei. Denn zur Fehlerfreiheit, also wenn jemand fehlerfrei ist, gehört das ja auch dazu, ein perfektes Gedächtnis zu haben. Oder nicht? Dann würde er keine Fehler machen. Fehlerfrei bedeutet keine Fehler machen, immer on top sein, gutes Gedächtnis haben, nie etwas vergessen. Ja, dann ist fehlerfrei. Aber nicht, oh danke Allah, dass du ihn, erweise ihm deine Gnade, dass dieser Mann mich an diese und diese Sure erinnert hat, an die ich schon vergessen hatte. Der Mohammed wusste ja gar nicht mehr, was er da rezitiert. Die Leute, da gibt's einen Vers, also in Bukhari wird überliefert, kann ich euch gleich zeigen. Da packt der Omar jemanden, der gerade den Koran am Rezitieren ist, und da sagt er, ich habe noch nie gehört, dass der Allahs Gesandter das so rezitiert hat. Hat er den gepackt, hat er gesagt, wir gehen jetzt zu Rasulallah. Und dann sagt er zu ihm, ja, rezitier mal. Und dann auf einmal hat er das rezitiert, dann sagt er, Omar, rezitier du mal. Dann hat er gesagt, auf beiden Weisen habe ich das bekommen. Aber der hat das genau anders bekommen, wie der das bekommen hat. Das ist so heftig, ne? Deswegen gibt's so viele Qiraat. Ja. So. Haben wir den Fehler. So. Wunderbar, wundervoll. Sure 43, Vers 61 erklären. Was soll denn da sein? Ja, bring ich dir gleich den Hadith, warte. Das wollte der Dr. Sheikh Abu Hamid alles schön in seiner neuen YouTube-Video zeigen. Ja, ich habe das ja schon fertig, habe ich ja schon gesagt. Ich habe das fertig und werde das dann demnächst dann veröffentlichen. Ne? Die komplette Verfälschung des Korans. Ich habe ja alles da, also von Al-Qurtubi bis Tabari bis Ibn Kathir, die ganzen Gelehrten, die über dieses Thema sprechen, was totgeschwiegen wird. Die ganzen Bücher sind ja voll von dem Wahnsinn. Wie viele Verse fehlen, wie viele Sahabi, die Verse mit den Todnamen, ach, oh, so viele, der Name Alis war im Koran und, ne? An einem Samstag dieses Jahres, ja genau. Ich werde das schaffen, glaub mir, es kommt, wartet.
Wie heißt du auf YouTube, Bruder? Ex-Muslime klären auf TV, das weißt du noch gar nicht? Ich glaube, viele, viele, die hier drinnen sind, die wissen gar nicht, wer ich bin, ne, von YouTube oder was? Jesus weiß die Stunde des Gerichts, aha. Er ist wahrlich Wissen, was? Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. So hegt ja kein Zweifel an ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg. Ja. Und der Satan soll euch ja nicht abhalten. Gewiss, er ist auch ein deutlicher Feind. Ja, Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Ich gehe mal raus und komm noch mal rein. Diese ganzen Widersprüche, das geht nicht. Bis gleich. Oh, das ist heftig. Wie, Allah trinkt Kleider? Was ist das denn? Alles, was sie sagen, kann gegen sie verwendet werden. Siehst du mich? Ich höre dich, ja. Du hast ja diesen Hadith Al-Qudsi gezeigt, ne? Ja. Weißt du, was da auch drin steht, was der Allah auch hat, warum er das trägt? Warum? Ja, Sam hat das ja schon erklärt. Allah hat Loins, also H-O-D-E-N. Ah ja, stimmt, genau, der Allah hat Nüsse. Nüsse! Heftig, ne? Ja, du stimmt, er trägt also so eine Art Windel oder irgendwas, ne? Er trägt so eine Art Windel oder was ist das, ne? Ja, heftig. Wahnsinn, ne? Um seine Nüsse zu halten. Ja, und dann wurde er dran gezogen, er hat Stopp gesagt. Stopp, hör auf! Wahnsinn! Seht ihr, ihr Lieben? Seht ihr? Sam hat dazu ein Video gemacht, geht glaube ich 8 Minuten. Das ja, ich lass das gleich mal, ich lass das gleich mal abspielen. Ja, mach das mal bitte. Gottes Segen, ciao. Ja. Ciao. Ciao. Heftig. So, gucken wir mal. Wo finden wir das? Hier. Hier reden die darüber. So you have the beautiful athlete. So you just said Allah's not physical. So does Allah have two right hands? Dude, it isn't physical. It's not physical. Hat Allah zwei rechte Hände? Okay, but are they hands or is this metaphor? One view would be that it's metaphor, but I don't hold it. But that's not your view, you're athari, so that means you follow the Salafis of today that say that the three generations... Yeah, ja, come, what is that? Ja, immer mehr Leute konvertieren, immer mehr erfüllt sich die Bibel. Hallo, was geht's? Nicht viel, was kann ich für dich tun? Ich hatte eine Frage. Ja. Ja? Ich habe eine Frage und geht raus. Ich glaube, wenn ihr noch einmal hier reinkommt, dann Blockade. The Salaf al-Saleh. They did not make tafwir, they didn't explain. They said, yes, Allah has hands. We don't know how, but we do not allegorize them. So Allah has two right hands? In a way which befits His Majesty, but okay, it's not physical. Okay. It's not physical. It's not I physical. I have a shin that befits my majesty, not the majesty of a dog. My shin. Ob jetzt Sam Shamoun Katholik ist, wir nehmen nur das, was zu dem passt, und das Schlechte verwerfen wir. Das Gute behalten wir, das Schlechte verwerfen wir. It's not the same as a shin of a dog. So, but I have a shin.
So stop avoiding answering the question directly. Yeah, yeah. Does Allah have two right hands? Yes, but not like us. Okay, and my shin is not like the shin of a dog, so you're not saying anything. Ja, genau, wenn die Muslime sagen, ja, wenn wir zu ihnen sagen, hat Allah ein Bein, ja, der hat ein Bein, aber das ist nicht wie dein Bein. Ja, okay, kein Problem. Der Hund hat auch ein Bein, mein Bein ist aber nicht wie das, wie der Hund von einem Hund. So verrückt. And he has a shin? No, yeah. He has, and he has a foot? He has a foot, yeah. Right? Or I need to prove this to you. Yeah, yeah, but not physical. Not physical. It's not physical. Yeah, I know, not physical. But even angels have hands, they're not physical like us. Are you? Hast du mehr Wissen als Sam Shabun? Nein, auf keinen Fall. Er hat sehr großes Wissen. We're not saying anything, so, but he has a foot, right? If I'm not saying, there's a hadith which says yeah, he puts his foot over hell. Qatli. Okay. And it says, on the day of judgment, you're going to recognize Allah by his shin. By his shin, you're going to recognize him. He's going to reveal his shin and you're going to say, this is my Lord, this is in Bukhari. So he has a foot, he has a shin, he has two right hands. How many eyeballs does he have? He does not have eyeballs, like, I don't know. How many eyes he has? Okay, let's say eyes. Yeah, so Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that he has eyes. Yeah, how many? He has eyes, he has Augen, der Allah. Der Allah hat Augen. Hallo? Hallo. Hallo mein Lieber, Gott segne dich. Dr. Scher, ich habe vorhin dein YouTube-Video angeschaut von gestern. Du hast mich mit einem verwechselt. Echt? Frag nicht Mr. T gewesen. Der sagt sogar ja, der, aber das war der ganze. Achso, ihr habt fast dieselbe Stimme gehabt, ne? Ja, weil er Dr. Na, kein bisschen, Mann. Echt? Nein, ich höre so an, ich denke mir, hä? War ich gestern online oder was? Dann guckst du irgendein anderer. Der sagt sogar noch ja. Ja, kein Eis, aber egal. Sehr Dr. Scher, auf jeden Fall wir heute zwei Fragen. Ja, gerne. Erstens, ich bin sehr enttäuscht. Ich als Kamelurin-Fetischist, dass du mich nicht auf den Song ein Feature machen lässt, das... Das geht gar nicht, ne? Nein, ich bin Kamelurin-Fetischist Nummer 1 in Deutschland. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben, dass sie auch weiterhin die Nummer 1 bleiben, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Nächstes Mal bitte einladen. Ja. Und jetzt habe ich noch einen Tipp, noch eine Frage, Tipp, sage ich, Dr. Schill. Ja. Ja. Kann ich auch abgestandenes Kamelurin noch trinken? Das ist ein bisschen grün geworden. Ja. Ja, das könnten Sie durchaus zu sich nehmen, aber ich empfehle Ihnen zusätzlich dann noch den Jenner-Song dann zu singen. In Jenner, 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 also wenn sie dann die Frequenz erreicht haben des Songs mit Jenner, 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 Jenner. Ja, dann wirkt das auch. Und Allah weiß am besten natürlich. Ja, okay. Ja, okay, dann probier es mal. Wenn ich noch lebe, dann komme ich später wieder rein. Ja, wenn ich es überlebe, bin ich später wieder drin. Okay, alles klar. Ich hoffe, Sie waren zu viel mit der. Okay, alles klar. Ja. Machen Sie es gut. Ja. Tschüss. So, weiter im Programm. Subhanahu wa ta'ala says in the Quran that he has eyes. Yeah, how many? I don't know. You don't probably know how many? Probably do. I don't know what it says, but how the verse says. Yeah, I'm not sure how many it says. He has at least three eyes, because the word for eyes in Arabic is plural. It's not dual, at least three eyes. How is that three, not two? Because there is the dual in Arabic, ayn. And then there's a plural, three or more. The Quran uses the plural, three or more, that he has three or more eyes. Okay, so Allah has at least, let's be nice to you, we'll be charitable. Allah has at least two eyes. Let's be nice, two eyes. So he has two right hands. He has a shin, he has a foot. Now, does Allah hat einfach voll die Körperteile, ne? Er hat zwei Augen, zwei rechte Hände, ein Fuß, ein Schienbein, ein Bein, eine Taille. Kleinwüchsig. Das ist der Wahnsinn. Have gonads? Does Allah have what? Gonads. That means, does he have testicles? I don't know. What do you mean by testicles? Like... Hat Allah Geschlechtsteile? Does he have nuts? Does Allah have nuts? Yeah, I see nuts. Hat Allah... ihr wisst schon? Bukhari, that the Rahim, the womb, pulled on his Hakwa.
pulled on his loins, and that Allah wears an izar. Izar. What's hadith? It's in Bukhari. I just said it. So you're saying Allah's nuts? Well, that's what the word taqwa means. It means you're growing. It means you're loins. Here, right here. Abu Huraira reported, Allah's Prophet is saying, that when Allah had finished creating all things, ties of relationship, that's rakh and damul, arose and seized, pulled the loins of the compassionate one. He said, stop! And they said, this is the place for him who seeks refuge. These from being cut off. He replied, are you not satisfied that I should keep connection with him who keeps you united and sever connection with him who severs you? They said, certainly, O Lord. He replied, well, that is how things are. Abu Huraira said, recite. And he says, recite 47:22 the Quran. Guys, this is if you wish. Then is it to be expected of you, if you were put in authority, that ye will do mischief in the land and break your ties of kith and kin? Bukhari transmitted it. Bukhari hat das übermittelt. Okay, what's the numbers? What's... Der Bukhari hat das übermittelt, dass der Allah irgendwas an seinem an seiner Hüfte trägt, damit er seine, ja, ihr wisst schon, was hält. Er meint Erdnüsse, genau. Heftig! Das ist ja so krank, ne? Can you relax? It is the Tafsir on 47:22. Aha. And here it is, the translation. But das ist der Tafsir von Surah 47, Vers 22. The Muslim that I got it from. I didn't make it up. So this is the Tafsir, Kitab Tafsir, the Tafsir from Bukhari on 47:22. Who translated it? The Kitab Tafsir zu Bukhari zu Surah 47, Vers 22. Divine traditions, al-Ahadith al-Qudsiya, Hadith Qudsi, right? Also ein heiliger Hadith. Hadith al-Qudsi, ne, ist ein heiliger Hadith. Into English by Dr. Ibrahim Salik, Dar al-Fiqr, Beirut, Lebanon, Chapter 12, The Lord of Glory, Speech to the Womb, Ties of Kith and Kin, pages 1882. Yes, and I don't know who that is. That's not an authority. I don't care. It's Bukhari. But could you give any link? So, I Google. This one, you have to go buy the book. I have it in my library. Let me find it. Yeah, but I'm not sure. If I can read Arabic, Bukhari, can you read Arabic? No, you can read. Okay, here's here it is, guys, so he doesn't lie. Al-Ahadith. Ah, come on, it's like the Sea Saga. Page number. Yeah, page number. I'm going to show it to you right here. Page number. Abu Huraira reported Allah's Prophet as saying that when Allah had finished creating all things, ties of relationship arose, and ties of relationship arose and sized the loins of the compassionate ones. Aha! You wanna read the Arabic? Heftig! Okay, sure. I can help you there, but I'm sure I can. No, you see? It's there. Okay. So you're going to stop that game, playing games with me? I haven't really looked into this hadith, but so I cannot really give an answer right now. So maybe it's, but what size is it? You ready for a bit kathir? Because you didn't like that one. Now this one's online, guys, so he doesn't lie to us. Your God wears an izar, a waist sheet. Here it goes. You ready? Ibn Kathir on 47:22. And who narrated it? Al-Bukhari, recorded from Abu Huraira. Ja, das befindet sich im Koran, Sure 47, Vers 22, Tafsir ibn Kathir. Messenger said, and what did he say? After Allah completed creating the creation, the womb, Rahim, stood up and pulled at the lower garment of the Most Merciful. Jemand hat dann die Kleid von Allah gezogen. My stand is here, and the stand of one seeking refuge in you from severance of ties. So Allah, dein Kleid! Why is Allah wear a garment? This is Allah, dein Kleid! Why is Allah wear a garment? So first of all, you're portraying it like it's a human, it's a garment like humans. I didn't ask that. Why is he wearing a garment? Because it says the womb yanked on it. It's yanking on something. How weird is it? It's physical garment. This is so crazy. Pull on the lower garment. Pull. What do you pull? You're putting. Jemand zieht an den Kleider von Allah. Yes, but it's not. Well, yeah, okay. Why is your God wearing a garment? I don't know. So merkt euch das, ihr Lieben. Lasst euch niemals von Muslimen in die Ecke drängen. Kennt ihr diese dummen Aussage, wenn sie sagen, ihr seid Menschenanbeter, dein Gott hat Windeln getragen? Dann sagst du, ah, okay. Das ist also ein Grund dafür, dass du dann ablehnst, ne? Weil er etwas anhatte, der Herr.
Warum lehnst du dann Allah nicht ab, der ein Kleid anhat? Du Menschenanbeter! Ihr seid Menschenanbeter, ey! Das ist so krass. Ja genau, Sam hat den Mund tot gemacht. Ist das zu fassen, ihr Lieben? Leute, 3, 2, 1, jetzt alle zusammen. Alles mal 9. Alles mal 9. Lächerlich, der Typ. Ja, ich finde jemanden, der ein 6-jähriges Kind heiratet, sehr, sehr lächerlich. Auch positive Kommentare werde eröffnet. Wie heißt der aus dem Video? Sam Shamoon. Ja, das Wissen von Sam Shamoon kann sich natürlich jeder von euch aneignen. Der hat ein sehr, sehr großes Wissen. Ich glaube sogar, dass er mit Christian Prince so auf einer Stufe schon ist, ne? Das fehlt nur noch, dass er Arabisch kann. Dann ist. Aber sein Wissen über den Islam und auch über die Bibel, das ist sehr, sehr heftig. Da kann man sehr viel lernen. Sehr, sehr viel lernen. Ich glaube sogar, dass er der Neuzeit-Apologet ist aller Christen. So, ne? Alle lernen von Sam. Ne? Das ist das. Alle lernen sie von Sam, David Wood und sowas, ne? Die lernen alles von denen. Die haben das sehr gut drauf. Sehr, sehr gut drauf. Wie heißt das Video? Das Video heißt Muslim sees Allah is a man with these body parts. Vergiss Apostate Prophet nicht. Ja, ist auch gut. Aber die sind natürlich, ne, von der Apologetik auch, von den Skills her, sehr, sehr brutal drauf. Sehr brutal. Nicht nur, dass der Sam Shamoon die Bibel verteidigen kann. Nein, er kann auch den Islam komplett widerlegen und kennt auch alle Strömungen innerhalb des Islams. Das ist ja das Kranke. Jede einzelne Strömung kennt er auch und weiß genau, was er zu tun hat, was er zu sagen hat. Das ist heftig. Das heißt, wenn er mit irgendjemandem redet aus irgendeiner Sekte des Islams, weiß er sofort und ist sofort der Meister von ihm. Das ist das Heftige. Bei den Salafis weiß er genau, was er zu sagen hat. Bei den Asharia, Maturidia, alle weiß er ganz genau. Habe ich doch gerade gesagt, wie das Video heißt. Muslim sees Allah is a man. Einfach eingeben, Allah is a man, Fragezeichen, dann kommt das schon mit Sam Shamoon. Ja, gerne. Ja, dieses Wissen kannst du dir sehr gut aneignen von ihm. Ne? Sehr, sehr gut. Moin, mein Bruder. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, danke. Wie geht's dir? Handel Jesus, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Ja, für alles, was wir denn nicht, ich bin auf Palette, Bruder. Werden, was wir kriegen, was wir nicht kriegen. Genau. Wollen wir ein bisschen Geld machen, Lu? Bitte was? Bisschen Geld, para. Was also Geld machen? Du hast sowieso kein Content, Digga. Ich und du, so einfach Kampf machen, so ein Match. Ich und du. Ja, warte, guck mal hier, was ich davon halte. Guck mal. Ja, weil... Ex-Muslim, hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Also ich habe einen Kollege, der kennt dich sehr und er hat gefragt, ob du noch bei Lidl arbeitest. Ja, ich arbeite bei Lidl Mäuse, weil der Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid gesagt hat, dass Lidl Mäuse die Werkzeuge des Satans sind und Soldaten von Satan. Und ich jetzt von ihm so eine Fatwa bekommen habe und jetzt anfange, Nackentherapie den Mäusen zu verpassen. Dieselmäuse? Hast du etwas Zeit für mich? Dann bringe ich dir Scharia auf den Tisch. 99 Peitschenhiebe.
Meine Definition von Liebe. Die Greatest Hits von Dr. Gerard Wami. Hast du etwas Zeit für mich? Lege ich dir Scharia auf den Tisch. Von 99 Peitschenhiebe. Meine Definition von Liebe. Ja, das ist die Definition der Liebe der Muslime. Wenn sie dann anfangen, dich auszupeitschen, dann sagen sie, das ist Liebe. Was erwartest du? Das sind Hiebe und Liebe. Itikula. Itikula, hast du immer noch nicht begriffen, dass du rauskommen sollst, Itikula? Hey, hör auf, Screenshot zu machen. Der kommt hier rein, mach Screenshots. Ex-Muslim arbeitest du noch bei Lidl? Ex-Muslim, ABK Army. Ist das eine verlorene Seele? Was für verlorene Seelen? Hallo. Fotoautogramm, ja, genau. Hallo? Hi. Christus Fürst, wirklich, du bist eine Bereicherung für das Himmelsreich. Ich danke dir, mein Bruder, in Christus. Die Ernte ist so groß und es gibt wenig Arbeiter und es ist so wichtig, das Evangelium zu verteilen. Ich habe Himmel und Hölle schon gesehen. Jesus Christus ist der Weg, sein Wort ist lebendig. Und danke schön, dass du die Leute wirklich zum Herrn führst und auch eben diese ganzen Wannabe-Götter, die gar nicht existieren, lächerlich machst, weil nur Jesus Christus ist Gott. Das Wort wurde Fleisch und war unter uns, er ändert sich nicht. Der Koran ist eine Lüge, komplett. Das Wort ist die heilige Bibel und Gott ist, ich bin, er ändert sich nicht. Menschen sind scheiße, nicht alles gibt Gute, aber nur Jesus Christus ist Gott, er ist das Licht und nur wer den Namen des Herrn anruft und auch nach seinem Weg lebt, das heißt, verleugne dich selbst, werde wiedergeboren im Heiligen Geist und in Wasser, der wird auch in Gottes Königreich kommen, weil Jesus Christus ist Gott selbst und Dankeschön für deine Arbeit. Gott segne dich, erfülle dich weiterhin mit dem Heiligen Geist und segne jeden Schritt, den du machst. Dankeschön. Alles klar, mach's gut, mein Liebe. Gott segne dich. Danke. Ciao. Einmal noch kurz gefeuert und weiter geht's. Hast du etwas? Moin, mein Lieber. Ich lege dir Scharia auf den Tisch. So, ich habe eine Frage bitte an dich, mein Lieber. Was? Eine Frage an dich. Weiß Jesus, wann der Tag der Auferstehung ist? So, jetzt. Hört ihr mich wieder? Hallo. Darf ich eine Frage stellen? Hallo. Ohne dass du mich direkt. Darf ich eine Frage stellen, ohne dass du mich direkt rauskickst? Ja, kommt drauf an, was du da machst. Wenn du beleidigst, ja, raus mit dir. Auf jeden Fall, darf man eigentlich im Christentum gegen die Muslimen also halt sich lächerlich machen? Weil ich glaube, man darf das eigentlich nicht. Also was heißt glauben? Gegen Muslime mache ich mich nicht lächerlich. Ich mache mich gegen eine Religion, die dazu aufruft, uns zu Nackentherapien und zu beleidigen und unseren Glauben anzugreifen. Ne? Du weißt ja, dass der Koran behauptet, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist. Und nicht Gott im Fleische ist. Es gibt keine Dreieinigkeit und. Das ist ein kompletter Angriff auf die Bibel. Also meine Warum sagst Meinung, du denn also, das? Was ich denke, also schau mal, wenn du ein Christ bist, du musst leben und leben lassen. Weißt du, wie ich meine? Du darfst nichts sagen. Die sollen an das glauben, was sie wollen. Wenn die die ganze Zeit sagen, ja, Jesus ist nicht der Prophet oder weiß was ich, dann muss man denen einfach den Glauben lassen. Weißt du, wie ich meine? Man muss einfach seinen Lass eigenen Glauben. Ich gehe ja nicht hin und zwinge deinen eigenen Glauben auf. Ich weiß, aber du machst deine ganzen Zuschauer so, dass die auch alle gegen die Muslime reden und alle sündigen. Ja, aber alle, die hier drinnen sind, sind genau wie ich. Ja, aber die. Und wir sind nicht gegen Muslime.
Wir sind nicht gegen Muslime. Wir haben nur gegen den Islam und seine Lehre da etwas. Denn kein vernünftiger Mensch würde einfach sagen, ja, lass mal diese Ideologie einfach so weitermachen und die Anhänger, wenn die immer weiter an Zuwachs gewinnen, dann werden die uns schon in Ruhe lassen. Hallo, geht's noch oder was? Nein, das stimmt so nicht. Also was ich denke ist, dass du einfach hier jeden sündigen lässt, weil jeder wegen dir hier anfängt, den Koran zu beleidigen. Hier auch ein ganz klares Bild von dir, wo man sieht, schau, kennst du dieses Bild? Kannst du mir das mal erklären? Verrückter Typ. Was sind diese Leute? Haben die überhaupt noch ein Gehirn oder was? Ja, aber schmeiß mich nicht direkt raus. Dann redet er erstmal und dann zeigt er wieder so ein Behindi-Bild oder was von mir. Das ist heftig, ey. Wären wir in der Irrenanstalt? Verschon mich. Etekulla, komm. Erzähl uns mal, warum du Hijab oder Niqab trägst, Etekulla. Kamil Urin. Ja, wir brauchen viel davon. Verschone uns nicht, gib mir mehr davon. Was war das? Na, guck mal, da ist Abu Hetzman. Ah, mein Auge! Was ist damit? Hast du Jibril vor dir oder was? Ja. Hallo. Hi. Kannst du mir eine Frage beantworten, bitte? Was? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Hallo? Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Ich sehe, dass du hier jeden sündigen lässt, weil jeder beleidigt jetzt hier die Muslime, den Koran und das ist eine Sünde. Ja, komm, geh raus, Mann. Der denkt sich, ich erkenne seine Stimme nicht. Das ist aber heftig, ne? Die sagen dann. Ja, wie könnt ihr denn den Koran so beleidigen? Aber haben kein Problem damit, dass Allah uns alle, die wir hier leben, als die schlimmsten Tiere bezeichnet. Stell dir mal vor, du würdest zum Staatsanwaltschaft gehen oder zu einem Richter und sagen, Herr Staatsanwaltschaft, Herr Richter, ihr ganze Politiker, ihr seid schlimmer wie die Tiere. Wer würde sowas akzeptieren? Die würden sagen, Allah ist ja nur am Beleidigen. Was ist das denn bitte? Ist also eine hetzerische Schrift. Das ist wirklich Hetze. Was Allah da betreibt. Hass und Zwietracht zu stiften zwischen den Menschen. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dir. Was geht? Nicht viel, ein bisschen hier über den Islam aufklären und Jesus Christus verherrlichen und loben, ehren und preisen. Okay, stabil. Ich habe eine Frage. Ist Jesus Gott oder Gottes Sohn? Sowohl als auch. Aber Jesus sagt, er ist Sohn Gottes. Ja, akzeptierst du, dass er der Sohn Gottes ist? Ja, aber ich sag nicht, dass er Gott ist. Ich sag, dass er Gottes Sohn ist. Ja, was bedeutet Gottes Sohn? Ja, Sohn Gottes, also er ist nicht Gott. Weil ja, der Hauptwurde ist von Johannes, ist ja diese Stimme herabgekommen und Gott sagte, das ist mein Sohn. Ja, wenn du zum Beispiel behauptest, dass Gott dein Vater ist und der Herr Jesus Christus zu ihnen gesagt hat, dass der Vater, also dass der Gott sein Vater ist, was hat er in dem Moment getan? Du meinst, er hat sich ihm gleichgestellt?
Ja, genau. Und die haben zu ihm gesagt, du hast dich gerade selbst zu Gott gemacht. Ne? Johannes 5, Vers 18. Hast du das schon mal gelesen? Du meinst, wo die Juden ihm gejagt haben, wo sie gesagt haben, du stellst dich Gott gleich. Ja, genau, richtig. Als er gesagt hat, dass Gott sein Vater ist und somit er der Sohn Gottes ist. Aber Jesus sagt auch, der Sohn repräsentiert den Vater. Ja, also, und der Vater, Jesus nur der Sohn ist, wieso sollte der Vater denn zum Sohn beten? Und warum sollte der Vater, gleiche Herrlichkeit haben, wenn er nicht Gott selber ist? Ich sag nicht, dass er Gott ist. Ich sag nur, dass er. Ich mach mal weiter. Du kannst ein bisschen die Bibel lesen, okay? Geh mal ein bisschen Bibel lesen, dann kommst du gleich wieder und dann sagst du Entschuldigung, Dr. Scheich. Du hast recht. Der Vater verherrlicht den Sohn, so wie der Sohn den Vater verherrlicht. Schon wieder die Sichtbarkeit eingeschränkt. Dann kann man sich... Ja, sehr schön. Und was war hier in der Zwischenzeit los? Was ist passiert? Was war hier passiert? Hallo, hört man mich? Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch und all deine Zuschauer. Ich habe eine Frage. Ich hatte eine Diskussion mit einem muslimischen Mädchen und ich habe eine Frage dadurch auch an die islamischen Zuschauer hier. Folgendes. Erstmal zu diesem Mädchen. Am Tag macht sie auf Muslima und abends geht sie feiern, Freitag, Samstag, auf Kiez, Reeperbahn, dies, das. Naja, nichtsdestotrotz sagt sie zu mir, es ist biologisch unmöglich, dass Maria schwanger wird, ohne Geschlechtsverkehr zu haben. Okay. Vor ein paar Monaten meinte ein türkischer Kollege zu mir, er ist Muslime, dass Mohammed einem Esel oder einer ähnlichen Gestalt das Fliegen beigebracht hat und er von Stadt zu Stadt geflogen ist damit. Deswegen wollte ich gleich meine Erklärung von den muslimischen Zuschauern hier haben. Und dann habe ich hier gesagt, ach so, okay, du sagst, das ist unlogisch, aber dass man auf einer Gestalt einem Wesen das Fliegen beibringt und dann von Stadt zu Stadt fliegt, ist logisch. Und meint sie, ja. Deswegen wollte ich mal die Erklärung hier haben. Weil ja, dieses Maultier oder dieses eselartige Maultier, was auch immer das sein soll, heißt ja Burak. Und das hat ja Flügel oder was, ne? Und der Mohammed ist auf dem Rücken von diesem Wesen, ist er in die siebte Galaxie geflogen, ne? Und der ist so schnell gewesen, dieser Burak, dass nicht mal Gabriel hinterher kam. Dieser Engel Gabriel kam ihm nicht hinterher. Er musste sich also auch dran heften an ihm. Und eine Sache noch, weil gestern, ich wollte das reinschreiben, aber es ging nicht. Guck mal, ich greife hier niemanden an, aber jemand meinte hier gestern, dass viele zum Islam konvertieren. Jetzt pass mal auf. Das ist ein Trend geworden bei vielen. Guck mal, diese ganzen Mädchen, die konvertieren. Die ganzen Jungs gehen Shisha-Café, gehen Club, machen oder rauchen Gras und was weiß ich. Die verlieben sich in ihren Typen und dadurch konvertieren die und die wissen nicht mal, was da steht. Das ist das Ding. Also ich muss mal anrufen. Deswegen liest einfach die Bibel und ich hoffe, ihr findet alle den richtigen Weg. Ich mache hier gar kein Fertig oder so, aber das ist einfach nur meine Meinung. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ein Muslim hier hochkommt und mir das auch erklärt, was ich gerade gesagt habe. Weil so wie mir das mein Kollege erklärt hat, ja. Hört man mich eigentlich noch, weil ich höre nichts mehr. So, weil ich bin auch nebenbei am Fahren, deswegen, ich dachte, vielleicht bin ich jetzt auf stumm oder so. Ach so.
So. Ich habe mich kurz stumm geschaltet. Ich musste mal kurz telefonieren. So, wo waren wir stehen geblieben? Es ging darum, mit diesem Mädchen, die zu mir meinte, dass Maria, weil sie arbeitet in der Apotheke und das ist unlogisch, dass eine Frau schwanger wird, ohne Geschlechtsverkehr zu haben. Dann habe ich halt gesagt, das, was mein Kollege mir gesagt hat, der Muslim ist. Warte mal, wenn das eine Muslima ist, die sowas sagt, erstens mal, ihr Allah sagt, dass das Maria ein unbeflecktes, reine Frau war, die durch ohne sexuellen Akt Jesus geboren hat. Der Allah hat ja seinen Hauch da reingehaucht in Maria, aber wo? In ihre Vulva. Und dann entstand Jesus, ohne sexuellen Verkehr. Der Koran glaubt doch selbst daran. Ist diese Muslima eigentlich noch von Sinn oder was? Naja, das geht zu viel Kamel, wie gesagt, Klimbitsch gemischt oder was? Deswegen, sie geht am Wochenende feiern, halbnackt im Club. Ja, das kannst du nicht ernst nehmen, sowas, Mann. Eine Muslima, die weiß ganz genau, dass Maria eine Jungfrau war und die Jungfraugeburt stattfand, weil der Koran das bezeugt. Ich glaube eher, dass diese Muslima einer zu den Euro-Shishaiten gehört, die sich Al-Ikrimbic und Kamelurin gleichzeitig gegeben hat. Und das Ganze dann zustande kam. Al-Ikrimbic und Kamelurin gleichzeitig ist eine sehr, sehr schlimme Mischung. Ja, das ist echt krass, also. Weil sie macht meinen Glauben fertig, weißt du so, und sie weiß nicht mal, was abgeht. Aber kennt ihr dieses Gefühl, ihr liest die Bibel und habt ihr im Brustkorb so eine richtige Freude? Ja. Yeah. Unbeschreiblich das Gefühl, ich schwör's euch, das ist richtig schön. Und ich kann es nur weiterempfehlen, echt, liest die Bibel. Ich glaube sogar, dass diese Euro-Shisha-Etin, mit der du geredet hast, auch ein befreiendes Gefühl hatte, als sie sich Al-Ikrimbich zurecht gezaubert hat und sich dann befreit hat von ihren... Nein, und einer hat vorhin geschrieben, sie trägt Kopftuch. Nein, sie trägt kein Kopftuch, will sie nicht. Sie ist halt eine Afghanin, meinte sie. Macht sie das nicht. Alle grüßen mich durch alle! Hast du etwas Zeit für mich? Bastel ich dir ein Krimbitsch für dich? Nee, aber mich würde das echt mal freuen, wenn ein Muslim mich hier hochkommt und das einmal erklärt, nochmal von seiner Sicht. Das ist auch der Song, ne? Das ist auch der Song. Hast du etwas Zeit für mich? Da bastel ich dir alle Krimbitsch für dich. Entschuldigung, mein Lieber, ich hab manchmal so ein paar Ideen in meinem Kopf. Weil ich bei einem Auto fahre, ich höre hier nebenbei zu, ich packe mich wieder auf die Handyhalterung, fahr vorsichtig, ja. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn hier einer hochkommt und einmal das erklärt, was ich hier gerade gesagt habe. Ja. Okay. Ja. Okay, ciao. Ja, nur die Insider, die verstehen das, die anderen verstehen das ja nicht. Ja. Ali Krimbic kennt nur die Insider von meinen Leuten und die Muslime. Die anderen, die kennen das natürlich nicht und denken, wovon redet der? Warum lacht der darüber so? Tabarutsch-Mafia. Ali Krimbic-Monsters. Ja, traurig. Traurig hier, Ali Krimbic-Monsters. Dr. Ali Al-Krimbic. Zu viel davon. Ja, mein Kleiner. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Könntest du mir ein paar Gründe nennen, warum ich Herrn Jesus, also deinen Gott, annehmen sollte? Ja, dieser Gott ist natürlich der wahrhaftige Gott und dieser Gott hat auch niemals gelogen in seinem Leben. Er hat ein makelloses, heiliges, perfektes Leben gelebt und hat auch aus Liebe für dich bezahlt. Denn es gibt ja keinen größeren Liebesbeweis als der sein Leben für dich gibt, richtig? Du hast das Höchste, was du hast, als Liebesbeweis dahin zu geben, ja, ist dein eigenes Leben. Ist das denn wundervoll, diesem Gott zu folgen, ihm nachzueifern? Ich habe eine Bibel geschenkt bekommen, ich fange mal an, da drin zu lesen
Und ich guck mir mal eure Religion mal an. Und wir haben keine Religion. Also eure Teufel. Ich meine eure an euren Glauben. Ja. An den christlichen Glauben. Sehr gut, dass du dir eine Bibel besorgt hast. Du weißt doch, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dann kannst du da drinnen lesen. Du wirst dich in Jesus Christus verlieben, glaub es mir. Und ich habe gestern von dir geträumt, ohne Spaß. Ehrlich jetzt? Du hast gesagt, Nicht-Muslime müssen auf den Gleis springen und dann auf einmal, ich war auf dem Gleis drauf. Nicht-Christen. Nicht-Christen müssen auf den Gleis springen? Ich weiß nicht, das war ein Traum, ich habe das selber nicht kontrolliert. Heftig. Und wie geht's dir eigentlich so? Handel Jesus, durch Jesus Christus geht's mir natürlich wundervoll. Also er segnet, er behütet, er beschützt. Und er gibt mir ein Gefühl, dass es unvorstellbar ist. Das ist einfach wundervoll. Und wer hat eigentlich Jesus verraten? Also ich habe das nur mal gehört. Judas hat ihn verraten. Wird ihn verziehen oder wird er in die Hölle kommen? Nein, der Herr Jesus Christus wusste, dass dieserjenige ihn verraten wird. Und aufgrund seines verdorbenen Art und Weise hat der Herr in seiner Weitsicht alles genutzt, um seinen Plan durchzusetzen. Und was ist eigentlich deine Meinung zu den Cousin des Propheten Ali, wenn ich fragen dürfte? Es ist ein Mörder gewesen und dem sollte man auf keinen Fall folgen. Ali hat Menschen umgelegt, ohne Ende. Der hat Menschen verbrannt, die den Islam verlassen haben. Und zusätzlich auch einfach ganz normal, hat die Dörfer überfallen, hat Frauen und alles, ne? Wie willst du so jemanden folgen? Und wo steht das, wenn ich fragen dürfte? In den authentischen Hadithen. Aber hat dein Samsung auch nicht Leute umgebracht, Simpson? Ja, natürlich. Wir sagen ja, diese Leute sind alle Sünder und man sollte ihnen nicht folgen. Der Einzige, der nicht gesündigt hat, ist wer? Abi? Bei euch, Jesus. Bei euch? Und bei uns die Ahlubayt und Isa. Ach so. Also sind, wer außer Gott sündigt denn nicht? So Menschen. Menschen und Gott sündigen nicht, ne? Propheten. Wer außer Gott sündigt nicht? Nur Gott ist doch sündlos. Also machst du Menschen zu Gott. Du kannst ja direkt zu uns kommen. Weil der Herr Jesus Christus der Mensch wurde und Gott ist. Ja, ich lese mir Bibel durch, ich gehe zu diesem Comfy-Unterricht. Ja. Und so. Weißt du, was das ist? Comfy? Dieses Jugendliche 12 bis 19, glaube ich, sogar. Ja. Habe ich noch nie was von gehört. Ja, da redet man halt über die über euch, also über die Kirche und sowas. Ja, okay, geh da hin und informiere dich über den Glauben. Ich hoffe natürlich, dass sie dir richtige Informationen geben über den richtigen, über den unseren Glauben. Ne? Der Glaube an die Bibel ist, dass der Gott sich in drei Personen offenbart hat. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ein Teil dieses Gottes, der Sohn, löste sich los und wurde Mensch. Gott, der Sohn, ist Mensch geworden. Und hatte er menschliche Bedürfnisse? Wenn der Mensch wird, natürlich hat er menschliche Bedürfnisse, aber ohne falsche Gedanken. Der Herr Jesus Christus kennt ja keine falschen Gedanken oder sowas. Oder bösartige Gedanken oder so. Aber könntest du mir vielleicht nennen, also ich gucke mir das an, wo Ali angeblich unschuldige Menschen umgebracht hat oder sowas? Ja, der Ali hat von Menschen die Hände du weißt schon, und hat sich die als Halskette dran gemacht. Was ist das für ein Mensch? Aber wo steht das? Hier, zeige ich dir. Ist das neue Accessoire? Abgetrennte Hände? Das kannst du keinem erzählen. Das ist heftig, Mann. Aber nicht aus Sahih Bukhari, ne? Ja, okay, stimmt, du bist ja Schia oder was, ne? Ja. Aber selbst die schiitischen Quellen geben auch heftiges Zeugs über ihn her, ne? Ja, aber er ist ja auch der Nachfolger des Propheten. Ja, ja. Und? So sagen es ja die Schiiten, ne? Und was hältst du eigentlich von den 12. Imam, Imam Mahdi? Weil ich dachte, bei euch ist ja irgendwie der Antichrist oder so.
Der ist der Antichrist. Dieser Imam Mahdi ist der Antichrist aus der Bibel. Also so scheint es natürlich, ne? So. Ja, dann dir noch einen schönen Tag und tschüss. Gottes Segen. Ciao. Hallo? Armin, wo finde ich den? Hallo, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Sura 33, Vers 58. Und Sahih Bukhari 146. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich, ja? Hallo, ebenfalls. Ich hab nur zwei Fragen, Armin. Ja. Und zwar, die erste Frage ist, wie verstehst du im Mustergebet von Jesus Christus. Im Mustergebet. Was meinst du mit Mustergebet? Naja, wo er sagt, ihr sollt so beten, Vater im Himmel, geheiligt wird dein Name. Ja, was damit? Ja. Wie verstehst du den einen Satz, wo er sagt, und daran halten sich da die Jehovas Zeugen sehr stark. Er sagt im Mustergebet, dein Königreich soll wie im Himmel so auch auf der Erde kommen. Das heißt, ein irdisches Paradies. Weil du erwähnst ja immer nur den himmlischen Reich. Ja, das kann auch darauf bezogen sein, wegen dem tausendjährigen Friedensreich, ne, das der Herr auch offenbaren wird. So. Aha. Hier, mein kleiner Doggy Dog, der macht hier wieder Ärger. Okay. Ja? Und die andere Frage wäre, auch vom Mustergebet, es steht ja dort drinnen, gib uns heute unser tägliches Brot. Ne? Ja. Wie verstehst du das jetzt? Sagen wir zum Beispiel, du hast für heute etwas zum Essen. Ne? Auf der anderen Seite der Erde gibt es Leute, tausende Leute, die hungern, haben gar nichts. Wie verstehst du das jetzt, wenn wir dieses Gebet aussprechen? Ich bin ja auch Christ, ja? Ja. Wenn wir das Gebet aussprechen, hast du das Gefühl, dass wir das verdienen und ein anderer nicht? Oder wie verstehst du das? So denke ich gar nicht. Ich bete für diejenigen, die gerade nicht zu essen haben. Ich sage immer, wenn ich kurz vorher esse, sage ich, Herr, segne dieses Essen und bitte gebe denen zu essen, die gerade nicht zu essen haben, ja, oder hilf ihnen, auch ihren Magen zu füllen. Ja. Und der Herr ist der Versorger. Denn wie viel mehr seid ihr wert, verstehst du? Als die Vögel, ja. Siehst du die Vögel, die sehen nicht und dennoch ernährt sie euer himmlischer Vater. Wir als Menschen haben so versagt auf dieser Welt, glaubst du? Ja. Die geben ja Gott die Schuld für die Misere dieser Menschen, die am Verhungern sind. Können wir das Hunger der Menschen beseitigen morgen, wenn wir nur die Steuergelder nehmen, was diese Elite gerade am Verprasseln ist? Wir gehen ja jeden Tag arbeiten, richtig? Ja. Könnten wir nicht jede von diesen Steuergeldern, könnten wir nicht die ganze Welt jeden Tag versorgen mit Essen? Ja, klar. Nee, sie Gott ist wir. Verdorben der Mensch ist. Ja, wir geben nicht Gott die Schuld. Nein, der Mensch ist schuld. Adam und Eva sind schuld. Das ist nur eine billige Ausrede von den Menschen, die nicht zu Gott kommen wollen. Warum gibt denn Gott nicht dieses Elend und Leid? Warum machst du das denn nicht? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil trotzdem ein bisschen traurig, weißt du, so viele Menschen, die fast gar nichts haben und so, weißt du, und dann kommen wieder so Gedanken auf, weißt du, so. Ja. Aber okay. Danke, gell, für dein Gespräch. Gerne, Gott segne dich schon. Ciao. Was geht ab, Amir? Ich fehle das, Sahri, was geht bei dir? Ich bin ja gerade am Arbeiten. Ah, sehr schön. Wenigstens bist du einer unter den Tausenden von Muslimen, die arbeiten gehen. Warte mal. Guck mal, siehst du, warum machst du wieder diese Witze? Warum? Ich war nur ein Scherz, mein Lieber. Viele Muslime arbeiten. Aber bei mir, ich hab ja viele Muslime, sehr, sehr viele Muslime bei mir in meinem Freundeskreis, also meine Brüder, meine Geschwister. Und die alle arbeiten. Alle. Ja, was hältst du denn zum Beispiel von Herrn Jobster? Das ist doch dein Landsmann, der Marokkaner. Nein, ich war nur ein paar Mal bei denen drin. Der ist nicht mein Landsmann, ich bin Türke. Ach so, ja, ist ja noch heftiger. Was hältst du denn von den Dönermafia hier?
diese, die den Staat so richtig abzocken und machen daraus immer so eine Dönermafia. Alle melden sich auf Hartz-IV-Niveau an und dann beenden sie ihren Dönerladen und dann machen sie woanders wieder den nächsten auf. Amir, das ist ja haram. Das ist ja, du nimmst ja den Hack. Weißt du, du nimmst den Hack. Ja, aber warte mal, wie du nimmst den Hack. Ja, du nimmst den Recht vom Staat. Ja, aber warte mal, wie betrachtet denn der Islam diese ungläubige Gesellschaft? Sollte man sie abzocken? Du darfst keine Ungläubigen, du darfst auch nicht von Ungläubigen den Hack wegnehmen. Ach nein, von wem hat Mohammed den Hack weggenommen? Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat von niemandem seinen Hack weggenommen. Was hat er mit dem Quraysh gemacht, als er wieder zurückgekehrt ist aus Medina? Hat er gesagt, laqad ji'tukum bid-dabah? Du bist noch ein Baby-Moslem. Ich weiß, du bist noch ein Baby-Moslem. Ich bin ein Baby-Moslem. Guck mal, Amir, ich sag dir mal eins, guck mal. Dann sag mir mal eins. Ich wünsche es mir wirklich. Wallah, ich wünsche es mir richtig vom Herzen. Ich hab wirklich. So wie du bist, jetzt gerade ne, auf nette Art und Weise, so mag man dich. Aber wenn du anfängst, diese Witze zu machen, da kommt wieder so ein Hass in mir, weißt du? Ja, aber warum? Warum hast du mich denn nur, weil ich Witze mache, nein, Mann? Ich hab nicht gesagt, ich hasse dich. Ich hab gesagt, da kommt ein Hass in mir. Wenn ja, sag jetzt doch, warum kommt denn Hass in dir nur, weil ich Witze mache? Ja, du machst Witze über meinen Gott, der Schöpfer von unserer ganzen Menschheit, über den machst du Witze. Ja, aber dein Gott macht doch die ganze Zeit Witze und verachtet unseren Glauben. Warum hast du denn nicht Allah? Warum interessiert dich das denn so sehr, wenn du nicht daran glaubst? Ja, warum interessiert dich das denn, wenn ich darüber dann Witze mache? Da kann ich ja genauso dir Vorwürfe machen. Nein, mich interessiert nur, dass du Witze über das machst, was ich glaube. Darum geht's. Ja, sag ich doch, warum macht denn dein Gott zum Beispiel Beleidigungen, Witze, behauptet Dinge, die nicht der Wahrheit entsprechen und so? Was soll das? Nach deinem Kriterium jetzt nach, kann man jetzt auch Allah das ja vorwerfen. Du brauchst ja gar nicht Allah zu folgen. Also hast du deinen eigenen Gott. Astaghfirullah, hör auf damit, Amir, hör auf damit. Er sagt schon wieder, Astaghfirullah, hör auf damit. Ich hab dir doch nur ein Beispiel gegeben. Das gleiche Beispiel kann man ja auch bei Allah anwenden. Guck mal, Amir. Also wie gesagt, ich wünsche mir vom Herzen, dass du wirklich den wahren Weg gehen wirst. Hab ich doch, durch Jesus Christus. Weil, guck mal, wir haben schon so oft genug schon bewiesen, dass der Islam die wahre Religion ist. Aber wenn du dann noch, dann wird das mit deiner Community, diese kleinen Community da, diese kleinen Kinder, die hier reinkommen und immer Amen schreien. Warte, ganz kurz, warte, lass mich ausreden. Diese kleinen Kinder, die hier reinkommen, schreien Amen bei jedem Satz, den du da aussprichst, die noch nie im Leben irgendeine Seite auf der Bibel aufgeschlagen haben, damit die auch noch sehen, ah, guck mal, krass, der kann auch noch in den Islam rein, damit du es verstehst. Und du weißt das sogar selber. Aber das ist halt so eine Masche, wenn man an was geglaubt hat, aber man ist nicht so weit in diesen Glauben gekommen und danach in einen anderen Weg gegangen ist, dann machst du die Menschen fertig, die diesen Weg gehen, den du auch eigentlich gehen wolltest, aber nicht geschafft hast. Und das ist das. Was redest du da, Mann? Man setzt sich doch hin und setzt sich auseinander mit beiden Sachen. Man liest den Koran, man liest die Bibel, man hört sich an, was die Gelehrten zu diesen Themen sagen, man liest einfach Hadithe, dies, das, möglich. Ist doch klar. Man setzt sich doch damit auseinander. Ja, aber mit was? Mit was? Aber es kommt immer darauf an, mit was man sich auseinandersetzt. Du kommst mit Hadithen, die stimmen gar nicht. Ich danke dir von ganzem Herzen für Camilo. Dankeschön von ganzem Herzen. Dankeschön. Seht ihr, die nicht stimmen? Sei Bukhari stimmt nicht, sei Muslim stimmt nicht. Gar nichts stimmt. Die authentischsten Quellen des Islams stimmen nicht. Ja, er ist Türke, er schämt sich, ne? Er schämt sich für seine Religion. He's ashamed of his religion. He's ashamed of his religion. Ich habe langsam Hunger bekommen, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Hey, Amir. Ja. Weißt du, dieses Foto? Ich war direkt, dieses, was wir gemacht haben, das Foto, das Screenshot. Ich war direkt in Bipa, ich habe es ausgedruckt und ich habe diesen Rahmen gekauft, ich hab's direkt auf die Wand. Ich zeig's dir dann, wenn ich zu Hause bin. Ja, nicht, dass du noch so ein Schreien von mir dahin machst, ey, um Gottes Willen. Ja, ja ich wollte dir nur das sagen. Okay, wenn ich dann zu Hause bin, komm ich wieder rein, dann zeige ich dir. Okay, alles klar, Gott. Gottes Willen. Ciao, ciao. Samet, bitte, verschon mich.
Der Summit. Der Summit, bitte, bitte verschon den Dr. Sheravami, meine Nerven. Bitte verschon meine Nerven. Amir, Bruder, sorry, was ist der Hijab-Vers? Ja, die Herabsendung des Verses für die Verschleierung der Frau. Warum, weshalb, wieso? Ja, und dann sehen wir auf einmal durch Sahih Bukhari 146, dass der Grund für die Verschleierung der Frau der ist, dass Omar ibn al-Khattab die Frauen von Mohammed in der Nacht beim Kackermachen zugeguckt haben und er sich gewünscht hat, endlich, dass der Hijab-Vers gesendet wird. Das ist eine Katastrophe, Mann. Was labert der? Guck mal, der Erste, oder? Ja. Ah, die können das natürlich nicht ertragen. Die wissen davon nicht, die haben von sowas noch nie gehört. Sie verstehen es nicht. They don't understand. Sauda, ich sehe dich. Genau, Sauda, wir erkennen dich. Hallo? Ja, hi. Hey, ich habe eine Frage. Und zwar, kann ich in die WhatsApp-Gruppe reinkommen? Ja klar, kannst du in die WhatsApp-Gruppe reinkommen. Hey, aber wie? Ja, du, ich werde das gleich mal wieder auf Instagram nochmal verlinken in meiner Bio. Einfach dann da draufklicken oder was, oder als Status. Ich werde gleich meinen Status aktualisieren und dann werde ich den Link wieder da rein kopieren. Dann könnt ihr da draufklicken und dann seid ihr da drinnen. Viele haben das schon gefunden. Der Kanal hat jetzt schon 1500 Leute. Super. Darf ich noch mal mein Gedicht vorlesen? Ja, klar. Gedichte sind immer gut. Okay. Gedichte mit sehr viel Gewichte. Ja, mach mal. Kamelurin, gelb und klar. Ein Wunder der Natur, wunderbar. Die Wüste ruft, das Kamel lacht. Sein Urin hat selbst den Propheten überrascht. In der Wüste, weit und breit, trinkt das Kamel. Es ist bereit. Goldener Strom, so rein und fein. Kamelurin, ein Schatz allein. Man sagt, es sei gesund und rein. Die Kamelurin, kein Scherz, kein Schein. Die Muslime wissen Bescheid. Ein Trunk, der heilt zu jeder Zeit. Kamelurin, gelb und klar. Ein Wunder der Natur, wunderbar. Die Wüste ruft, das Kamel lacht. Sein Urin hat selbst Momo überrascht. Ja, der war gut, der ist heftig, ey. Ich sagte, du bist doch Shakespeare, bist du doch, ey. Schenke sie Beere. Du bist Schenke sie Beere. Schenke sie Beere. Heftig, Lord Schenke sie Beere. Gottes Segen. Ja, alles klar, viel Spaß noch beim Bier schenken, ne, Shakespeare. Ciao. Samet, hab ich dir nicht gesagt, dass du mich verschonen sollst, Mann? Meine Nerven. Komm, ich bitte dich. Hör auf, mir Anfrage zu stellen. Guck mal, da kommt sowieso nur so wieder Quatsch raus. Guck mal. Guck mal, hör mal zu. Der Typ, der gerade da diesen Samen an diesen Gedichter, ne? Du musst, ja. Der ist ein kleiner Hund, ne? Und seine ganze Familie sind auch Hunde. Ah, komm, siehst du, warum beleidigst du? Nein. So, wir gehen jetzt alle erstmal was essen, oder? Oder was sagt ihr dazu? Essen ist immer gut. Aber Leute, ich gehe jetzt was essen. Ich glaube, ich bin dann gleich nochmal mit, ja? So, Gott will. Gott segne euch und eure Familie. Wundervoll. Bis später. Ciao.